Ich habe in meiner Antrittsrede vom Land der Ideen gesprochen, weil ich an dieses Land glaube und weil ich vor allen Dingen an seine Menschen glaube, an Menschen, die eben Ideen haben. Damals wusste ich noch nicht, ob das nun aufgegriffen wird im Land. Heute kann ich voller Dankbarkeit sagen, es wurde und wird aufgegriffen. Wir wollen, dass sich die Menschen hier wieder stärker mit unserem Land, der Bundesrepublik Deutschland, identifizieren, dass sie Zuversicht gewinnen und Verantwortung übernehmen. Diese Initiative zeigt deutlich, was in Deutschland steckt, was Deutschland kann und wie Deutschland mit Ideen aktiv die Zukunft gestaltet. Wir, die Deutsche Bank und alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, freuen uns, hierbei unseren Beitrag zu leisten. Täglich wird Deutschland um einzigartige Ideen reicher. Den Ideen und ihren Machern bietet der Wettbewerb 365 Orte im Land der Ideen eine herausragende Plattform. 365 Ideen für Deutschland. 365 Mal Zukunftsfähigkeit und Originalität. Alle Preisträger des Wettbewerbs stehen für ein modernes, weltoffenes und wettbewerbsfähiges Deutschland, dessen kulturelle und wirtschaftliche Stärke ein Markenzeichen in der ganzen Welt ist. Eine unabhängige Jury wählt aus mehr als 2200 Bewerbungen für dieses Jahr die überzeugendsten Ideen aus. Auch außerhalb Deutschlands ist der einzigartige Wettbewerb unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Horst Köhler ein Synonym für die Zukunftsfähigkeit und den Ideenreichtum Deutschlands. Die Deutsche Bank ist exklusiver Partner des Wettbewerbs. Täglich zeichnen Mitarbeiter einen Preisträger aus. So leistet die Bank einen wertvollen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Mut, Neugier und Engagement sind notwendige Eigenschaften, um Veränderungen durchzuführen. Und ich glaube, da muss man sich erinnert fühlen, dass man weiß, dass man praktisch an jedem Platz etwas tun kann, was die Dinge zum Besseren wendet. Und das sollte eigentlich allen Beteiligten sehr viel Mut machen. Auch 2010 heißt es jeden Tag Spot an für die Zukunftsmacher 2010. Die Deutsche Bank präsentiert 365 Erfolgsgeschichten, die mit Know-how und Gestaltungskraft Deutschland zum Land der Ideen machen. Begeben Sie sich auf eine außergewöhnliche Deutschlandreise. Entdecken Sie in dem Innovationsführer 365 Orte eine Reise zu Deutschlands Zukunftsmachern, leidenschaftliche Unternehmer, tatkräftige Bürger, unermüdliche Wissenschaftler und Politiker, die Deutschlands einzigartiges Netzwerk für Mut, Neugier und Innovation täglich weiter wachsen lassen. Zum Beispiel das grüne Band. Fast 40 Jahre war es unmöglich, das Grenzgebiet zwischen Ost und West zu betreten. Nur die Natur hatte im sogenannten grünen Band freies Geleit. In dem 1400 Kilometer langen ehemaligen Todesstreifen haben 6000 Tier- und Pflanzenarten, darunter mehr als 600 der roten Liste gefährdeter Arten, eine geschützte Heimat gefunden. Der größte Biotopverbund Deutschlands wurde durch die Initiative des BUND das erste gesamtdeutsche Naturschutzprojekt und ist heute nationales Naturerbe. Das grüne Band hat einmal diese überragende Naturschutzfunktion in Deutschland, aber es hat eine zweite Bedeutung und die ist nach meiner Ansicht mindestens genauso wichtig. Es ist ein Mahnmal gegen das Vergessen. Dafür wird das Projekt als ausgewählter Ort 2010 prämiert. Zudem erhält es den Sonderpreis Gelebte Einheit. Diese Auszeichnung wird anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Wiedervereinigung an Projekte verliehen, die sich um das Zusammenwachsen des vereinten Deutschlands verdient machen. Sie spielen Fußball ohne Abseits. Mädchen aus verschiedensten Nationen kicken zusammen und haben Spaß. Das Sozialprojekt holt Mädchen aus sozialen Brennpunkten an den Ball. Zum Beispiel beim 1. FC Ohmstede. Hier sind Teamgeist und Begeisterung für den Sport wichtiger als Vorurteile und Herkunft. Mit Sport und Spaß gelingt die Integration der Mädchen und ihrer Familien. Wir schaffen es, dass sie aus ihrer Isolation rauskommen und mit den deutschen Familien zusammen am Spielfeldrand stehen und dort gemeinsam ihre Kinder anfeuern. Und das ist, denke ich, eine ganz tolle Sache, die man immer wieder am Wochenende bei uns auch auf dem Platz erkennen kann.
An mittlerweile 34 Schulen allein in Niedersachsen unterstützt das Projekt den Integrationsprozess junger Mädchen mit Zuwanderungsgeschichte. Und auch bundesweit hat die Initiative Fußball ohne Abseits Fans und Nachahmer gefunden. Unkomplizierte Preisvergleiche in Sekundenschnelle. Das können Verbraucher jetzt haben, per Handy. Wer beim Shopping wissen möchte, ob das vermeintliche Schnäppchen wirklich so günstig ist oder ob woanders ein besseres Angebot lockt, dem liefert ein Barcode-Scanner für das Handy die richtige Antwort. Entwickelt wurde die einfach zu bedienende, schnelle und vor allem kostenlose Handy-Applikation von Barco, einem Berliner Unternehmen. Für das Startup hat die Auszeichnung Vorteile. Ich denke, dass die Initiative Land der Ideen die Projekte sehr, sehr gut fördert. Man kann für seine Idee viel Aufmerksamkeit erzeugen im Rahmen der Preisverleihung, aber auch im weiteren Verlauf des Jahres kann man durch das große Renommee des Preises doch viele Leute von seiner Idee überzeugen. Innovationen mit Vorbildcharakter. Die Idee von Barco kann das Einkaufen revolutionieren. Wenn wir das, was in unserem Land an Gutem, eindeutig Gutem da ist, sehen, anerkennen, unterstützen, werden wir es auch packen. Und das ist ja auch die Grundidee dieser Initiative. Seien wir auch in Zukunft das Land der Ideen und machen aus Ideen Taten und aus Taten Chancen für jeden. Alle diese Beispiele zeigen, Deutschland ist das Land der Ideen. Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft.